Ein neuer Tag. Ein paar Erfolge haben wir sogar jetzt noch. Weil ich gestern noch ein bisschen geangelt hatte. Der große Händler hat ja auch noch ein bisschen was verkauft. Großhändler-Anfänger. Nochmal 10 Quarz, sehr schön. Million 500. Fischkundler fortgeschritten. Nett. Und unser Vögelchen hat Hunger. Und wir brauchen Inventarplatz. Jetzt wisst ihr, was das ist. Ja, das hier müsste es sein. Oh, das Vögelchen mag uns. War nicht. Das X markiert die Stelle. Vor allem unser kleiner Bärenpfadfinder hier. Könntest du mir etwas helfen? Ich habe ein wenig in diesen alten Geisterfinderleitfaden geblättert. Das wird natürlich etwas langweilig, wenn es nur wenige Seiten sind. Ich denke, mein nächstes Projekt wird sein, diesen alten Leitfaden zu reparieren. Wenn du also Seiten da draußen findest, bringen sie mir bitte vorbei. Drei Seiten beeindruckend. Ich kann es kaum erwarten, sie in den Einband einzunähen. Oh, eine unvollständige Liste aller natürlichen Gegenflüche und eine Übersicht über die niedrigen Götter. Der Text über Herr Gern Kitt ist sehr gut. Und hier ist eine Seite über die Aufgabe der Geisterfinder. Ein Geisterfinder muss eine Verbindung zum Jenseits aufbauen und sich um die verfluchten und unerwünschten Orte kümmern. Verfluchte und unerwünschte Orte gehört mein Lager etwa dazu. Ich erinnere mich nur noch an die letzte Geisterfinderin, die diese Aufgabenbeschreibung aufgesagt hat. Ihre Schärpe war komplett bedeckt mit Verdienstabzeichen für Kopfflechten und Marshmallow-Bürsten. Sie erhielt auch Abzeichen dafür, dass sie Geistern geholfen hat, aber am Ende gab sie diese Abzeichen zurück. Münzen. Ganz viele Münzen. Was haben wir da noch bekommen? Ach, keine Ahnung. Hier ein Holz für dich. Mehr. Noch 5 Stück, da bin ich voll. Ich bin mindestens 2 Girls da draußen. Vielleicht in der Nähe, vielleicht auch weit weg. Mann, ist der gierig. Wieso funktioniert unsere Lampe nicht?
Nein. Was hat er denn? Könntest du mir helfen, verflixt? Ich habe meinen besten Schleifstein verlegt. Darf ich dich darum bitten, mir bei der Suche nach ihm zu helfen? Scheiß, suche danach in der Nähe des Bootes. Ich sehe Sandhaufen in deiner Zukunft. Hier ist ein Boot. Ein Sandhaufen? Okay. Ja, das ist doch mal ein Schleifchen. Ich muss ihn nur anschauen und fühle mich schön schärfer. Du hältst Goldbahn, okay. Und Goldbahn können wir halt, ja, für Sammelalbum. Oder? Ja, Spende. Ja, erstmal spenden. Bitte sehr. Und was kriegen wir da? Quarz. Okay. Hört sich gut an, bitte sehr. Noch ein neues Rezept. Anleitung zum fröhlichen Wild. Essenz vom fröhlichen Wild. Essenz vom fröhlichen Wild, Anleitung zur Herstellung. Okay. Was hat er? Hm. Kann doch aber nichts spenden. Hier. Ja. Es ist nicht einfach, stimmt's? Hier gestanden zu sein, keine Hoffnung auf Rettung, nur die Geist als Gesellschaft. Ja, ein echt hartes Leben, genau dafür wurde ich hier ausgebildet. Mir geht es bestens. Danke, dass du mich daran erinnerst. Genau dafür wurde ich ja ausgebildet, ist es halt leider. All die Geistfinder haben dich alles gelehrt, was du zum Überleben brauchst, um den Tod selbst die Stirn zu bieten. Geduld, Krächz, Geduld ist die größte Herausforderung. Im Leben gab es immer nur eins, was mir durch die langen grauen Tage geholfen hat, ein Krog. Krog hilft anderen Geistern, dann bekommst du als Dank, dass hier möglicherweise muss mehrmals helfen und einige Tage warten, also sei geduldig. Krogbecher. Okay. Immer diese Saufnasen. Ach, der schläft. Erstmal zur Post, würde ich mal sagen. Eine Skulptur. Der Forscher hat sich noch nicht gemeldet, aber ich habe in der Bibliothek eine alte Geschichte über Kosigrov gefunden. Da gab es früher mal eine Stadt, hatte ich seit Jahrzehnten ausgestorben. Also gibt es möglicherweise Dutzende Geister auf der Insel. Wenn du ihnen allen hilfst, kannst du die zweite Stufe überspringen und wirst direkt in den inneren Kreis der Geisterfinder aufgenommen.
Vor allem ernsthaft in den Innenkreis der Geistmänner aufgenommen. Das schaffen nur sehr wenige. Ich bin mir sicher, dass du eines Tages erkennen wirst, welche große Chance und Ehre das war. Wenn du überlebst, wirst du sicher tun wirst. 100% sicher. Aber hallo, Geistwetter Blake. Ja, könntest du sieh an, sieh an. Meine liebste Postmeisterassistentin ist wieder da. Ich habe heute Morgen ein Paket Ankündigung bekommen. Eine 23 Pfund schwere Kiste. Ein Paket dieser Größe muss ein echt erdliches, physisches Objekt sein. Könntest du bitte für mich suchen? Vielleicht habe ich es beim Vorratsregal verloren. Ein Vorratsregal. Wegen Vorratsregal bin ich da unten. Da unten ist es. Ein Komposter oder so. Hier ist die X markiert die Stelle. Dass ich auf dich zählen kann. Oh, hey, das ist mal eine nette Überraschung. Das Paket ist an mich adressiert. Das ist ja schwer wie Bolle. Was ist da wohl drin? Hoffentlich etwas von meiner Frau und meinen Kindern. Vielleicht ein riesiger, selbstgebastelter Briefbeschwerer. Oh, ein Fußball. Kein Wunder, dass das Paket so schwer war. Ins Fußball bin ich eigentlich ziemlich leicht. Ist da sonst noch was drin, was das Paket schwerer gemacht hat? Nein. Die meisten Füße wiegen doch höchstens 1 Pfund. Meiner ist da etwas anders. Weißt du, manchmal bekomme ich echt schräge Post. Letzte Woche ist ein Schachtel voller bluttriefender Bärenpranken. Normalerweise lasse ich mich von sowas nicht beeindrucken, aber das, hey, danke für deine Hilfe. Ich glaube, ich brauche jetzt kurz einen Moment für mich. Okay. Kommen wir direkt Neues zum Spenden. Ganz viele Fischis. Hört sich gut an, bitte sehr. Er wird sofort archiviert. So. Yay, das hat jetzt geklappt. Sehr, sehr gut. Ich hab halt ein bisschen gehofft, dass man sowas in der Art bekommt.
Hier ein Holz für dich. Lecker, noch 4 Stück, da bin ich voll. Ich spüre, dass jemand ein Geister hat, das dir gern geben würde, wenn du ihm hilfst. So. Mein Zelt verbessern. Fühlst du dich eigentlich? Ich kann dein Zelt mit 80 Lagerplatz erweitern. Das wird 10.000 alte Münzen kosten. Das Geld geht direkt an den internationalen Geisterverbänderverband. Ich sehe davon keinen Sinn. Hört sich gut an, bitte sehr. Okay, dann werte ich mal dein Zelt auf. Ja, dann werte mal mein Zelt hier auf. Wow. Oh, was für ein wunderschönes neues Zelt. Wow. Also irgendwie, ich weiß ja nicht. Begeistert? Na, nicht wirklich. Irgendwie mehr erwartet. Wir haben Platz. Wir haben endlich Platz im Inventar. Ich glaub's nicht. Wir haben zwar kaum Münzen, aber wir haben Platz im Inventar. Und vor allen Dingen die ganzen Lampen können wir wieder alle verschieben. Was ja Stück für Stück hier wächst. Dann können wir auch gleich hier noch mal schauen, ob wir noch was finden. Das ist auf jeden Fall eine Muschel. Hier ist eine Muschel. Und hier ist eine Muschel. Können wir alle 5 Münzen verhökern. Und hier ist eine Muschel. Da ist noch eine Muschel. Ich hätte halt gerne den Platz eigentlich. Oh, ich hätte gern. Sollen wir das ihm geben? Bin mir gerade nicht sicher. Ja. Bleib doch stehen. Der hat uns nicht mal was gegeben. Wichtelwohlanfänger.
Das heißt, die geben einem was. Ah, jetzt vielleicht. Okay, Münzen. Ich weiß nicht, Münzen jetzt. Naja, ich hab nichts dagegen. Kannst du mir helfen? Einem meiner Alben ist in letzter Zeit so traurig. Ich denke, dass ich einen Dschungel mit meiner goldenen Blättern aufhellen ließe. Ich glaube, es war in der Nähe einer großen Gedenkstatue in der Stadt. In der Stadt. Gedenkstatue in der Stadt. Was zum... Okay, ich bin jetzt total verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Ich muss mal sagen, Gedenkstatue? Was? Wo soll ich eine Gedenk? Eine Stadt? Ich glaube, es war in der Nähe einer großen Gedenkstatue in der Stadt. Ich habe mich aber nicht verlesen. Doch hier eigentlich keine Stadt. Hier ist aber ein Blatt. Ich lasse jetzt einen niedlichen Geisterflügel durch die Stadt wandern. Das arme Ding war hungrig. Ich hatte niemanden, der sich um ihn kümmerte. Da habe ich nicht blassen Schimmer, was Geistertiere so essen. Aber wenn es darum geht, Positivität zu backen, macht mir das keiner was vor. Hahaha. Also habe ich meine Bäckerei in Situ genutzt und diese Liste von Tierleckerlis mit großem Potenzial zusammengestellt. Was kann da schon schief gehen? Nichts, ganz einfach. Gemischter Salat und Salz. Okay. Der Salat ist ja eher weniger das Problem. Du kannst es dir nicht leisten. Ja. Teures Vergnügen, das Salz. Was soll ich mit den Blättern?
Immer noch Gedenkstatue. Das ist vielleicht das Gedenkding, aber. Das ist aber eine Lampe. Bin gerade ein bisschen überfragt. Stadt, Gedenken und. Ein großes Schiff ist zwar hier, aber das ist mit Gedenken, das hat nicht so viel zu tun. Es ist irgendwie diesmal überhaupt nicht optimiert. Die Muscheln können wir erstmal abgeben, brauchen wir ja nicht. Von der Gedenkstatue. Ich sehe hier halt auch noch so. Die eine sein. Ich weiß es nicht. Es ist halt auch erst, wenn es farbig ist. Ach ja. Ich erinnere mich an zwei Schädel, die an Fehlen gebunden waren. Durchsuche die Bruststücke einer zerbrochenen Urne. Ich hätte gerne das hier, das hier, das hier und das hier. Brauchen wir nämlich nicht. Zur Not könnten wir sogar den Fisch verkaufen. Da sind drei Vögelchen hier unten. Das hieß hier zwei. Das hört sich halt am Strand an. Wer hier? Eine Urne. In der Nähe des Klappstuhls. Klappstuhl. Hier müsste es doch gehen. Ich glaube, ich habe es bei einem Posttransportband gesehen. Okay. Doch einen gut hinbekommen. Sie ist zwar nicht die größte, aber jetzt die zweifelsohne die hübscheste. Okay. Zum Spenden.
Und hier ist ein Ernten. Und dann kommt auch den hier noch. Wir müssten eigentlich noch darum kümmern, dass wegen Ernte das besser wird, aber ja. Was Bestimmtes wollte ich jetzt? Ja, spenden. So, und das hier. Anleitung, okay. Ein neues Cut, fand ich wichtig. Allein 50 sind seines Glück. Ist nicht teuer. Nö, nö. Das schüttel ich mal hier so raus. Da finde ich das Sammeln irgendwie echt einfacher, als das herzustellen. Wir können doch eigentlich... Wasserturm. Oh Gott. Ja, das beschäftigt einen dann doch noch ein bisschen. Bis auf ein bisschen eine Runde angeln kann man gerade eigentlich nicht mehr wirklich was. Das mit den Krügen werden wir wahrscheinlich nicht einfach mal so hinbekommen. Sieht schlecht aus, was das Ganze angeht. Ja, und Salz habe ich nicht für dich, sorry. Ich bin doch pleite. Ein rötlich-schwarzer Stein, okay. Wir haben zwar ein bisschen Platz im Inventar, aber das ist so gesehen ist das einzige Positive ansonsten. Gerade können wir nicht wirklich was machen. Schade eigentlich. Ja, ein bisschen sammeln und alles, aber bringt uns halt nicht wirklich weiter.
bringt uns nicht so richtig weiter. Eigentlich wäre es halt positiv, wenn... Moment. Das ist so alles. Das Inventar klumpt zu. Und vielleicht könnte man zur Not auch wieder, ja. Ich weiß halt nicht, was das bringt, der Fisch. Fisch ist kein Problem zu sammeln. Gar nichts. Die Pilze. So, nein, oder nicht alles. Pilze hin war halt in Massen. Das ist halt wirklich, was wir jetzt hier massig haben. Die würde ich nicht verkaufen, die Pilze, die ist nicht so, das würde ich nicht übrig haben. Obwohl etwas, ja, Moment. Ah, muss nicht sein. Okay. Mach's zwar nicht gerne, aber ja. Haben wir Salz gekauft. Für einmal. Ja. Ist teuer. Das war schon alles und jetzt mischen wir diese Sachen rein. Ich mein Lieblingslied zum. Oh, riecht nach Zimt, frisch gemähtem Gras und Sonne auf einem Berggipfel. Ich glaube, ich bin da auf etwas Grandioses gestoßen. Ich darf nicht all meine Schöpfungen genial werden, dass sie. Sie sind sie nämlich natürlich. Ja, aber dieses hier ist etwas Magisches an sich. Vielleicht gewöhne ich mich ja an, die Tiere zu füttern. Sollst du auch mal probieren, komm und einfach zu mir und sag mir, dass du etwas backen möchtest. Lecker Schmecker Bäckerei. Wir haben bis auf... Bis Illis Blattgemüse haben wir halt gar nichts. Und Deluxe Blattgemüse, aber das ist hier...
Ja, geröstete. Ernsthaft? Pilztofu. Gott. Walnussbaum. Der arme Baum. Hier noch. Hier in Holz. Köstlich. Noch 3 Stück, dann bin ich voll. Ich spüre hier für heute keine Geisterhölzer mehr. Wir sollten morgen wiederkommen. Ja, sehe ich eigentlich auch so. Haben wir mit unserer Lagererweiterung so gesehen, ja, das meiste gemacht. Und morgen vielleicht die Insel wieder erweitern. Wenn hier noch 3. Essen kommt noch ins Lager. So, ansonsten. So, ansonsten einfach dann mal gucken, was der morgige Tag bringt. Ja, ich schon wieder. Eine lange Folge.